richtig Lust darauf, dieses neue Angebot bei uns im Haus. Ein neues und wichtiges Angebot rund um das Thema Pflege gibt es seit kurzem im Mehrgenerationenhaus in Markdorf, den sogenannten Pflegestützpunkt. Die Eröffnung der dritten Außenberatungsstelle durfte doppelt gefeiert werden, denn der Pflegestützpunkt im Bodenseekreis ist 10 Jahre alt geworden. Der Pflegestützpunkt ist eine kostenlose, neutrale und unabhängige Beratungsstelle. Wir beraten zu allen Fragen rund ums Thema Pflege und informieren quasi alle Betroffenen, alle Angehörigen, alle Interessierten, die Fragen zu diesem Thema haben. In der neuen Außenstelle informieren Mitarbeiterinnen des Landratsamts jeden Dienstag von 9 bis 12 über Pflegeangebote, medizinische Versorgung und Sozialleistungen. Dabei tritt das Thema Pflege häufig völlig unerwartet auf den Plan. Wenn man Pflege hört, dann hat man zunächst oft Alter im Blick. Aber Pflege muss nicht unbedingt nur in Verbindung mit Alter entstehen, sondern kann auch durch Unfall, durch Erkrankungen, durch Behinderung einen in jeder Lebenslage und in jedem Lebensalter treffen. Wenn ein Pflegefall eintritt, dann ist es häufig akut, keiner rechnet damit. Und Betroffenen sind dann von heute auf morgen mit der Situation konfrontiert, dass sie nicht wissen, wie geht's weiter. Und genau in diesen Situationen können sich Menschen an den Pflegestützpunkt wenden. Das Beratungsangebot ist ganz unterschiedlich. Teils kann durch eine einmalige Beratung geholfen werden, teils wird über einen längeren Zeitraum begleitet. Immer mit dem Ziel, eine machbare Lösung für die Angehörigen und Betroffenen in einer Pflegesituation zu finden. Immer dann, wenn Fragen zur Pflege auftauchen, beraten wir. Das kann am Telefon sein, das kann bei uns im Pflegestützpunkt sein, hier in unserer neuen Außenberatungsstelle oder auch als Hausbesuch. Im Mehrgenerationenhaus ist man froh, nun auch ein Angebot im Bereich Pflege bieten zu können. Denn das Thema beschäftigt zahlreiche Besucher. Also im Prinzip ist der Pflegestützpunkt für uns einfach eine ganz sinnvolle und wunderbare ergänzendes Angebot. Weil wir zunehmend mehr Senioren hier haben durch unsere ganzen Digitalisierungskurse. Und da kommen einfach oft Fragen zum Thema Pflege und von dem her passt das jetzt einfach wunderbar. Der Pflegestützpunkt als niedrigschwelliges Angebot über alle Generationen hinweg ist nun auch für die Markdorfer die erste Anlaufstelle bei Rat und Hilfesuche.